Schlange stehen für die Anwärterin auf das UNESCO-Kulturerbe. Und so sieht sie aus. Fleischgewordene Tradition, die Thüringer Rostbratwurst. Das ist was hier zur Kultur gehört. Ich möchte auch. Wir ohne Bratwurst, das ist gar nicht zu denken. Also runter vom Grill mit ihr und rein ins Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes. Das umfasst zum Beispiel lokales Brauchtum und traditionelle Handwerkskunst. Thüringer Bratwurst ist eben auch mehr als ein Lebensmittel. Es ist ein Stück Thüringer Lebensart. Viele sagen Herzenssache, manche auch Kulturgut und die haben auch recht. Erstmal muss sich die Wurst jetzt in einem Auswahlverfahren unter anderem gegen die Gartenzwergherstellung durchsetzen. Aber die Chancen stehen gut, glaubt zumindest Fleischer Kai Wipprecht. Bratwurst ist für uns ein Kulturgut, ist ein Lebensmittelpunkt, verbindet die Menschen hier. Die Handwerkskunst macht enorm viel aus und die wird in Thüringen noch sehr, sehr stark gelebt. Doch bevor sich eine Wurst Thüringer Bratwurst nennen darf, gibt es einiges zu beachten. Ob kurz und dick oder lang und dünn, das variiert von Fleischer zu Fleischer. Damit es aber keine Enttäuschungen gibt, sollte sie mindestens 15 cm haben, 20 dürfen es maximal sein. So will es der EU-Standard. Aber das weiß jeder, wenn es um die Wurst geht, ist Länge eben nicht alles, auch das Gewicht muss stimmen. 100 bis 150 Gramm muss sie wiegen, wenn sie aufs Rost kommt. Und wird all das beachtet, dann ist Bratwurstessen in Thüringen mit etwas Glück bald sogar eine Kulturveranstaltung.